Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Die Sims 4, Zeit für Freunde. Und ja, nicht mehr lange. Es ist die vorletzte Folge, die wir sehen werden erstmal. Mit unserer lieben Lea, die hier so ein paar Bahnen schwimmt. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig, dass das beendet ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Erweiterungspack und... Das wird bestimmt richtig cool. Caroline Niesen. Sarah Bjergsen. Hey, das ist doch eine kleine. Wie heißen die Bjergsen? Naja, egal. Wir werden jetzt wieder nach Hause gehen. Wir haben, glaube ich, genug geschwommen. Ab nach Newcrest. Und... Candy. Wir können ja Felix einfach nochmal mitnehmen. Da. Oh, ziemlich früh heute. Nabara Watanini. Parsip Neebs. Karenzi. Orsoy. Sibu. Uh-huh. Serefi. Yips. So, dann lass uns doch reinsetzen und ein bisschen plaudern. Oh, ich habe Rechnung gekriegt. Mir egal. Obwohl, warte, wie viel brauchen wir? Ja, ist ja nun mal erstmal noch das. Wir haben ziemlich viele Zufriedenheitspunkte. Naja, setz dich da. Kannst dich da ruhig schon mal hinsetzen. Genau, ich komme gleich. Hauptsache Rechnung bezahlt. Entschuldigung. Rechnung bezahlen dauert halt ein bisschen. Gorba. Finner. Nusch. Bleep. Hey, Bruce. Wir versuchen uns mal mit einem kleinen Flirt. Ich möchte es einfach noch mal probieren, weil... Er ist eigentlich so eine Konstante im Leben. Buna. Neeb. Nein. Die Schnelle wieder gut machen. Verobi! Okay, wieder alles in Ordnung. Yugs. Segluna Biro Binacampa. Ich nehme mir dann vielleicht auch einfach was zu essen. Lohane Kampel Espa Scoob. Aber warum wird das nichts? Oh, wie süß sie das knackt, wenn er das futtert. Ho, Agaraba. Komisch, dass es mit deren romantischen Beziehung einfach nicht wird. Benorf Nurx, Inja, Inja, Hespa. Schonke. Warum steht da nur Bekannter? Vadish. Doba Harfin. Wir reden noch ein bisschen übers Essen.
und mache ein paar Witze. Vatiba Bamel. Skooma. Trip. Yeah, nibs. Oh, yibs. Kunada. Flish. Hando. Vadish. Doba. Wadisa. Wadida. Vipatab. Yanabi. Nitva. Chobaba. Zarf Samzo. Quink. Quink. Abba. Gelnablash. Ich überlege gerade wegen diesem Hauptmann. Das kann ja sein, dass er halt irgendwie dazu angeleitet wurde. Ich kann nicht über seine Frau lästern, oder? Nein, ich kann nicht über seine Frau lästern. Ich würde gerne über seine Frau lästern, weil er ist immer noch mit ihr zusammen, obwohl... Okay, jetzt. Okay. Es hat funktioniert. Brogi. Yakalau Shu Bretno. Kipoi Stimbara. Ein schönes Kompliment. Hana Dens. Vadish. Ich hoffe, du kommst wieder. Teil für Elektrogeräte. Jatzel! Jackenarb! Ach, wegen der Pfütze regt er sich auf. Oh, süß. Wie süß. Ich schaue sich das Bild an. Ach, er räumt raus. Das ist aber lieb. Wir probieren einfach mal jetzt einen ganz, ganz mutigen Anmachspruch. Eigentlich nur einen Anmachspruch, aber... Oh nein. Oh, Mac and Nerf. Venib Nitva. Es ist, glaube ich, echt zwischen den beiden ein bisschen zu seltsam geworden mittlerweile. Ich glaube, das ist wirklich mittlerweile einfach zu seltsam geworden. Im Delirium. Sterne zu sehen ist in der Regel eine schöne Sache, es sei denn, du bist die Einzige, die welche sieht. Gut, dass er geht. Wir wischen ohne Mop. Wir wischen ohne Mop. Das geht alles so ohne Mop. Ja, du bist krank, ne? Sitzt auf dem Klo und sieht Sterne. Ja, so muss das sein. So, dann hauen wir uns einfach ins Bett. Wir müssen morgen auch arbeiten. Wir haben Geld, wir ersetzen das einfach. Ist die Pfütze weg? Sergio wird gleich da sein. Ich suche jetzt wirklich noch auf den allerletzten Drücker jemanden für sie. Ich weiß, er ist eigentlich mit Candy zusammen, aber wir können ihn ja erstmal ein bisschen kennenlernen. Genau, zieh dir erstmal was an. Vielleicht nicht unbedingt was Knallpinkes, sondern irgendwas, was so lässig rüberkommt.
lässig und erwachsen. So, das ist doch ein schöner Hund. Das ist doch orange. Snibara Watin. Ich habe ewig eine Zungenzerschung wirklich unternommen. Fina! Yibsi! Sie möchte wirklich flirten, man sieht sie ja an. Jedes Mal steht hier irgendwas mit. Also jetzt gerade nicht, aber. Blob Abgor! Wesebu Ukenik! Kapow! Ah! Senzibi Jalurba Rinka! Yakalo! Wie sie Geschichten erzählt. Gorba. Oh. Mabzi. Yibs. Okay, sie setzt sich jetzt zu ihm. New play. Tribna. Doba Harfin. Oh. Nerfa. Flish, Hando. Yabs. Gorba. Er ist materialistisch. Okay. Nabakuzip? Oh, Quink. Finib Nitva. Inuplanar. Skuma. Oh, Jarbin Dekul. Yeah, Nibs. Snibara Watanini. Hana Klet. And Akati. Karenzi. Oh, Fina. Bonsa Chow Trigna. Ah, Vadish. The North Side Pando. Tuma Fanul. Chimna. Sharuste Halkay. Wograchob. Warba. Ah, er ist Barist. Oh. Okay, aber er springt drauf an. Ja. Slufa Warba. Stern Zerpa Nooch. Wib. Tweep. Gelna Dizzy. Mishka. Of Ween Day. Okay. Er reagiert Lara. Drauf. Ha, Dunda. Ha. Waxa. Imba. Sonapinosa. Rebna. Kalima. Aber sind wir nicht? Rack. Nee, wir sind noch junge Erwachsene. Oh, wanna choose? Zorbo. Wir sollten vielleicht mal fragen, ob er Single ist. Wieso gehen wir dafür jetzt rein? Jungi. Jaffa? Oh. Das darf man von draußen nicht sehen. Oh, yes. Noba. So. Drixto. Cornabia. Washinoi Lonkas. Punaray. Aber wir sind keine Seelenverwandten. Cheems de Belfin. Tschüss. Ich muss leider zur Arbeit. Wir sind aber leider keine Seelenverwandten. Das ist voll schade. Ach, der hat Zeit. Warte, wann komme ich denn wieder? Ach, der bleibt wahrscheinlich so lang. Nee, doch nicht. Er geht jetzt. Naja, man kann ja hoffen. Was interessiert denn das jetzt alles hier? Sie ist zwar eine gute, also ist eine Kollegin und eine gute Freundin, aber was interessiert die das? Wir sind selbstsicher. Ist jetzt. Aber dann, jetzt ist auch schon wieder Wochenende. Das heißt, wir haben eigentlich noch Freizeit. Ich spule noch. Und erstmal 4.000 verdient. Und eine Gehaltserhöhung bekommen.
herausragende Arbeitsleistung, eine Gehaltserhöhung bekommen. Jetzt 10 Simoleons mehr, also 472, das ist echt viel. Und dann nochmal 1624. Geht durch die Linie. Kriegen nicht diese Früchte mega viel Geld, wenn die da gewachsen sind. Das ist richtig cool. Hier hätten wir auch, glaube ich, eine Sache und bewässern. Also wir kümmern uns ein bisschen mal um unseren Garten. Eigentlich können wir uns auch einen Gärtner engagieren, der das macht. Und danach können wir gleichzeitig uns noch einen Bonus aushandeln. Das heißt, hör mal auf. Gerade keine Lust. Und ein Service. Regelmäßiger Gartenservice, ne? Oh. Massage wäre auch toll, oder? Wir haben ja hier eigentlich ein Zimmer frei. Dann können wir uns doch einfach so ein... Ich mag diese Linie nicht. So ein Massagedings. Wenn wir da so ein Relax-Massage, dann machen wir uns daraus so eine... Machen uns also so einen Wellness-Raum raus. Oder? So eine. Das soll irgendwie eher so eine entspannende Farbe. Was Entspannendes sein. Das sieht mehr nach Gummizelle aus. So ein. Ja, so einen hellen Ton. Und dann machen. Machen wir uns so dunkles Hals. Also ja, ich habe das noch, das Accessoire-Pack mir noch das letzte geholt, was mir gefehlt hat. Dann machen wir das dann noch hin. Und okay, Lampen haben wir eigentlich. Wir können. Da noch sowas hinmachen. Noch, keine Ahnung, so einen Schrank, wo Handtücher sind. Ist ja eigentlich auch immer in so einem Raum ganz gut. Aber den können wir ja auch in die Ecke hängen. Und. Nein. Lassen wir die noch da. So ein bisschen für Atmosphäre sorgen. Und dann machen wir dann noch so. Oder? So im Eingang. Obwohl der ist ein bisschen zu groß, ne? Oder wir machen. Den noch in so einen Gelbton hin. So ein bisschen zum Entspannen.
ein bisschen was zum Entspannen. Das Netz. Toll, ne? Wir können auch immer alles anzeigen. Und dann Wellness-Tag. Genau. Ein bisschen zu groß. Achso, was sind die Ecke? Wir machen jetzt so einen richtigen kleinen Wellness-Raum raus. Vielleicht ein bisschen weiter nach hier, sonst kann man an den Schrank nicht wirklich ran. Das da noch hin. Toll, was für ein Monster-Ding. Doch so echt so ein bisschen entspannen. Können wir nicht noch tapetemäßig so ein bisschen was? So, jetzt halt nur in dem Bereich. Den Eingang machen wir. So ein bisschen rot. Und dann halt hier noch das Gelb dazwischen. Oder so dazwischen. So, das ist richtig. Dass so ein Balken ist. So, das sieht doch supi aus. Sieht ja, oh, da würde ich mich so wohl fühlen. So, dann können wir uns nämlich nochmal Service engagieren, den anrufen. Und dann holen wir uns einmal den Masseur. Ah. Oh, perfekt. Massage erhalten, eine. Oh, was machen wir denn? Wir machen uns mal eine Steinmassage. So. Dag, dag. So. Nabakuse? Bye, Shorg. Quink. Bitte eine Steinmassage. Ah. Mich das gut einfangen. Ach, doch, in dem Raum würde ich mich doch ziemlich wohl fühlen. Sieht das super aus. Wir machen zu wenig Wellness. Klingt ja wie Schleifpapier. Geschle. Huh. Naja, aber ich mache jetzt wohl hier an dieser Stelle einen Cut.
Wir haben jetzt ein bisschen den freien Raum umgestaltet, haben uns da so eine kleine Wohlfühl-Oase gemacht. Hoffentlich hilft das zum Entspannen, aber es ist doch ziemlich zum Entspannen, also obwohl der Teppich jetzt in Gelb nicht wirklich passt. Den können wir vielleicht noch in Rot machen. Aber sonst sieht das doch echt gut aus. Und ja, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge am Morgen auch schon wieder. Und bis dahin, ciao, ciao!